Ja, hallo und willkommen zurück zum täglichen Training von Nintendo Badge Arcade. Und ja, ich habe mich heute für den Kran hier entschieden, wieder mal, abermals. Und ich hoffe, dass es diesmal klappt, dass ich hier den Pfeil rausgezogen bekomme. Das ist eigentlich das Schwierigste daran. Danach wird es eigentlich einfach. Aber es muss halt gleich beim ersten Mal klappen. Und ich muss mich wirklich hier an dem Hintergrund hier, an dieser Linie orientieren. Genau da stoppen, dass er ein bisschen weiter rutscht und dann rauszieht. Und dann hoffen wir mal, dass es diesmal klappt. Weil wenn es nicht klappt, ich habe heute keinen Ersatzkran. Ich habe auch sonst nichts anderes groß, was ich spielen kann. Deswegen spiele ich den hier. Und dann einfach mal Klappe halten und konzentrieren. Na? Verpasst es? Okay, okay, alles klar. Das hat geklappt. Alles klar, okay, gut. Gut, gut, gut. Dann hoffe ich mal, dass ich auch diesen Stern hier rausgezogen bekomme. Ist natürlich jetzt die Frage, macht es Sinn, hier so zu greifen oder so zu greifen? Ich glaube, man kann hier reingreifen, deswegen würde ich versuchen. Ich hoffe es, oder dass er zumindest irgendwie so rüberhebt, weil das Blatt, das rutscht hier durch und dann können wir in der dritten Runde hoffentlich dann auch endlich Mario bekommen. Ich bin nervös. Selbst bei sowas wie ein Stern, obwohl wir eigentlich gerade das Schwierigste schon geschafft haben, gell? Ja, okay, da greift er rein. Alles klar, dann passt es gut. Dann würde er ihn noch festhalten. Vor allem immer noch der Gedanke, dass man den Kran ja auch schon längst hätte komplettiert haben können. Aber bei dem Kran, also als es einmal geklappt hat, gleich mit dem Pfeil beim ersten Mal, da hatte ich dann nur 2 Runden an dem Tag. Obwohl, beim Training habe ich dann keine Runde und keinen Bonus bekommen. Das war sehr ärgerlich. Aber gut, ansonsten ist ja der Kran, wie man es ja sieht, eigentlich standardmäßig ein 3-Runden-Kran. Ich hoffe halt nur, dass, man muss auch noch extra sagen, ich hoffe dann aber auch wirklich, dass er dann auch danach noch Mario festhält, weil der kann ja hier auch wieder leicht abrutschen. Ich hoffe es einfach. Oder er springt nochmal rum. Okay, gut, dann ab zum Training. Hier ist unser Trainingskranspiel. Viel Spaß beim Üben. Naja, nicht unbedingt jetzt der beste Kran. Und ja, den habe ich schon mal gespielt. Oder er gesagt, schon mal in dem Training gespielt. Wir müssen diese Marken hier erst lockern, bevor wir die bewegen. Weil die sowieso da dran prallen. Ja, leider. Und was sonst wäre das ja ein gemütlicher 3-Runden-Kran, wenn man die hier direkt bekommen würde. Ist natürlich nur ein Nachteil, aber ja. Wenn es nicht anders geht, geht es nicht anders. Und wir müssen halt wirklich von immer die Reihenfolge beachten, weil alles andere blockiert halt die anderen Marken und ja, dafür können wir zumindest wieder ein bisschen hier Stabkran üben, sage ich einfach mal, gell? Vor allem auch wieder konzentrieren hier dabei. So. Ja, wenn es jetzt der richtige Kran wäre und ich hätte 4 Runden, dann wäre ich wieder nervös, aber beim Training geht es ja zumindest immer so ein bisschen. Und das letzte wird natürlich jetzt das Schwierigste sein. Na, hat sogar geklappt. Okay. Das Training klappt gut. Ich hoffe, es klappt auch mit dem Mario. Und dann holen wir uns jetzt noch hier die letzten 2 Marken und dann passt das auch schon wieder. Ja, natürlich noch doppelt gut, bin ich ganz ehrlich diesmal. Wenn ich jetzt einen blauen Bonus noch extra dazu bekommen würde. Einfach nur, dass falls mir Mario dann doch runterfällt, dass er dann vielleicht anders liegt und man ihn dann nochmal greifen könnte. Damit ich zumindest den Kran endlich weg habe. Das ist bei mir der Gedanke. Weil es auch so ein Kran, der tut mich halt schon seit Ewigkeiten verfolgen und nee, kein blauer Bonus. Und heute hat es endlich mal wieder mit dem Pfeil geklappt, deswegen wäre es schon wünschenswert, dass ich Mario festhalte. Bitte, bitte, gell? Los, probieren, lass es durch hier, go, go, go. Yay! So, dann hoffe ich mal, dass er ihn auch festhält. Bitte, bitte, bitte. Ich versuche mal am besten so knapp zu greifen, dass er ihn halt in die Lücke, oder? Ja, okay, er hat ihn definitiv. Dass er ihn so nach unten gedrückt hat. Ah, Leute, endlich diesen Kran weg. Endlich, ich freue mich. Es ist, wie gesagt, nicht unbedingt jetzt der schwierigste Kran, aber ich habe jetzt schon so oft mir bei dem Pfeil gefehlt, dass ich jetzt erleichtert bin, absolut. Yes. Ah, das entschädigt auch den gestrigen Fail. Ich bin froh. Da muss ich mich um den Kran auch nicht mehr kümmern. Vor allem, wenn man dann natürlich bedenkt, dass der Kran auch so aufgebaut ist, im Vergleich zu den anderen Kränen, wo so ein Pfeil dabei ist. Dass man halt auch wirklich hier sich um die rechte Seite überhaupt nicht kümmern muss, sondern alles nur von der linken Seite greifen und dann passt das schon. Gefällt mir sehr gut. Und dann können wir auf jeden Fall endlich auch in die Sammlung gehen und uns angucken, was Mario in dem Kran eigentlich macht, gell? So, und da haben wir das Ganze und ja, wie man sieht, er hat ja alles Flügel, gell? Und Mario will bestimmt auch Flügel haben, deswegen holt er sich gleich die, das Blatt, wobei er eigentlich dann eher zu Tanuki wird, gell? Aber fliegen kann er dann trotzdem. Gefällt mir sehr gut, weil, ja, ich sag's ja, ich wiederhole mich gerade. Ein Kran, bei dem man halt so oft fehlt, macht man sich immer wieder Gedanken, 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 bis es dann am Ende dann doch endlich mal klappt. Das erinnert mich so leicht an den,
an den Bowser, den man eigentlich auch in ein bis zwei Runden bekommen konnte und ich dann halt, was weiß ich, wie viele Runden versemmelt habe. Allen voran beim allerersten Mal 7 Runden reingesteckt und nicht komplettiert. Das war wirklich traurig. Aber gut, dann ja, dann hoffe ich, euch hat der Papier gefallen. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen. Ihr könnt mir einen Daumen hoch geben, wenn ihr wollt. Gerne noch abonnieren, falls ihr mehr von Nintendo Badger K Training sehen wollt oder von meinen anderen Let's Plays. Ihr könnt mir sehr gerne schreiben, wie bei euch das Training abgelaufen ist. Also das ist, hat eigentlich alles nur mit Timing zu tun diesmal. Das ist ja kein Glück in dem Sinne. Und ja, dann sehen wir uns morgen wieder. Ciao, ciao.